Ich hoffe, wir kennen ihn alle, oder? Wahrscheinlich noch nicht ganz. Okay, Jendl Christian ist mein Name. Ich bin ein Lehrer in Absam oben in der Mittelschule für Mathematik, Musik, Werken und Informatik. Und im Moment steht es mir gerade bis daher, weil wir haben jetzt gerade in der Woche 220 Tablets an die Kinder ausgegeben. Und jeder fragt natürlich, wie geht denn, bla bla bla. Und die Lehrer genau das Gleiche, wie geht denn? Also da raucht mir der Kopf. Und das letzte Mal haben wir uns ja gesehen, glaube ich, vor dem Sommer, bei der Ausstellung auch im BTV. Und ich habe da die kleine Kamera mitgehabt. Und irgendwer hat dann gesagt, hey, mach schon Vortrag das nächste Mal. Und dann habe ich gleich gesagt, ja, wenn das jetzt kein Spaß war, dann mache ich das, gell? Und tatsächlich, kein Spaß. Ich habe mir dann tatsächlich da jetzt die Arbeit angetan, den ganzen Sommer schon. Das soll jetzt wieder ein Eintrag der Rolle sein. Die Möglichkeit, einmal irgendwas vorzutragen, oder? Jeder muss einmal was erzählen, gell? Jetzt geht es also um Lomographie, ja? Wo sich viele gedacht haben, hä, was ist denn das? Vielleicht kennt ihr es schon, vielleicht habt ihr es irgendwo mal nur gehört. In der Einladung ist gestanden, irgendwie so konzeptlose Schnappschussfotografie oder so irgendwie. Und ich habe mir gedacht, jetzt zeige ich euch einmal, wie es mir in meinem Leben da gegangen ist, wie ich zu dem Zeug da komme, wie ich damit arbeite und wo ich meinen Spaß dran habe oder was vielleicht auch frustrierend ist. Und dazu müssen wir aber fast einmal eine Zeitreise machen, ja, weil das Ding muss man verstehen, aus der Zeit heraus, wo wir da gewesen sind. Und ich habe mir gedacht, irgendwer hat das letzte Mal einen Vortrag gehalten mit seinen eigenen Bildern. Und ich habe mir gedacht, ich muss mal einen so einen berühmten Fotografen suchen, anhand von dessen Bildern ich das da erklären kann. Nicht berühmt, nicht, aber ich habe mir gedacht, ich mache das einfach anhand von meinen eigenen Sachen. Gut. Ich bin aufgewachsen mit Fotografie. Ja. Das bin ich im Alter von 2 Jahren, 1966, 65, so irgendwas in der Gegend. Und habe da eine Adox Golf 6x6 cm Kamera von meinem Papa. Er hat da nicht runtergeschrieben und zerlegt den Fotoapparat. Meine Vermutung war dann eher, er hätte gern eine neue Kamera gehabt und hat deswegen die alte mir gegeben. Aber ich habe schon als kleines Kind das gehabt. Ja. Und das ist meine Geschichte. Ich bin doch schon recht alt. 1966 habe ich mit dieser Adox Golf gespielt. Und wenn man da schaut, ich war ein Kind wie jedes andere, ich habe diese Feinripp-T-Shirts, unterleibende T-Shirts gehabt. Das ist meine Schwester, da geht sie noch nicht in die Volksschule, darum bin ich dann draufgekommen, wie alt das Foto ist. Ich bin da gerade in der Volksschule, so mit 7 Jahren. Und ich habe damals gekriegt von meinen Eltern so eine Kodak Instamatic-Kamera. Da hat man oben drauf diese Blitzwürfel aufstecken können, hinten hat man diese 127er Kassetten hineintan. Und meine Eltern haben mich da fotografieren lassen, die haben da nichts reingeredet und ich habe da meinen Spaß gehabt. Und damals war das gerade so in, dass man diese Fotos kriegt und dann diese kleinen Bonusfotos dazu. Vielleicht ist jemand anders so alt wie ich und kann sich daran erinnern. Ja, die hat man dann so abreißen können und herschenken. Und das war einfach auch meine Welt. Ja. 1976 war ich natürlich auch so ein Yps-Leser. Ja. Wer kennt das nicht? Wahrscheinlich zeigen jetzt ein paar auf. Da hat es immer gegeben, dieses Yps mit Gimmick. Da war immer irgendetwas dabei, sei es jetzt ein Solarzeppelin oder die Urzeitkrebse. Und einmal die Kamera, die wirkliche Fotos macht. Natürlich habe ich das als Kind auch gehabt, da kommen wir dann später noch dazu. Und in meiner Kindheit waren von meinem Papa immer diese beiden Yashica-Spiegelreflexkameras immer da, in jedem Urlaub, zu jedem Weihnachtsfest, am Sonntagvormittag. Der hat irrsinnig viele Fotos von mir gemacht, also von uns. Ich habe dann später mit einem Kollegen entdeckt, dass man Filme nicht nur entwickeln, sondern auch die Fotos belichten kann. Wir sind dann in einer Dunkelkammer oft einmal gesessen, belichtet nach Gefühl, entwickelt, bis das Bild so scheinbar richtig war. Also so haben wir die ersten Tabs gemacht mit Fotografie. Und dann hat jemand gesagt, du kannst von mir eine Kamera haben, die borge ich dir. Das war diese Zenit E. Wer die kennt, da hast du das Gefühl, du brauchst 2 Leute, dass du sie hochhebst. Das ist wirklich so ein kleiner Panzer. Und später habe ich dann mit einer Praktika fotografiert. Die hat mich 20 Jahre lang begleitet. Ich war beim Bundesheer bei den Pioniere. Wir haben da gesprengt. Wir haben im Winter Skifahren gehabt. Wir haben Brücken gebaut. Ich habe die immer dabei gehabt und immer fotografiert. Ich war bei den Pfadfinder, Zeltlager, im Regen, bei Sonnenschein, bei Wanderungen. Die Kamera hat 20 Jahre lang den Dienst getan. Und zum Schluss ist sie dann irgendwo mal verreckt. Fängst du so an und fotografierst du so?
Ja. Weil ich nachher gerade etwas Ausstellung angeschaut habe, was so eine Explosion gekommen ist. Eben, das war damals so, als Pionier hast du da so diese Sprengübungen in der Watte in die Zunge gehabt und da waren auch diese hunderten Kilo TNT, die wir da halt gesprengt haben und ich bin halt dort gesessen mit der Praktik und habe das mitgenommen. Also das nur kurz so mal die Geschichte. Dann habe ich entdeckt, tatsächlich, ich kann euch das zeigen, zwar jetzt nicht von mir, aber so waren diese Übsheftel. Das ist die Kamera, die echte Fotos macht. Ganz lustig, da in 10 Minuten zusammengebaut, Filmkassette, also 127er Kassetten, hinten drauf mit zwei Gummibandeln und geht schon los. Ich habe damit auch fotografiert. Und wenn ich mir die Bilder, die habe ich jetzt extra für euch digitalisiert und angeschaut, und da habe ich gedacht, sieht man keinen Unterschied zu den Bildern, was ich oft heute mache, wenn ich da diese Spaßkameras verwende. Das heißt aber auf der anderen Seite, 15 bis 20 Jahre bevor die Lomographie erfunden worden ist, habe ich schon lomografiert. Mal schauen, ob irgendjemand nachher eins von diesen Fotos da erkennt. Gell? Ich bin dann in Graz gewesen und habe mich dort mit Fotografie beschäftigt. Neben meinem Studium, ich war auf der Technischen Uni in Graz. Mit den Filtern, Schwarz-Weiß-Filme entwickeln und pushen und pullen und alles, was es da gibt. Gell? Das war so mein Spaß halt. Magst du es nicht auf der Hochzeit fotografieren? Passt, habe ich das auch. Und als Objektiv dazu gekauft, das war also so mein Haupthobby. Ich habe dann eine 6x9cm Kamera gehabt, aus den 30er Jahren, so, die hat hinten so einen Rollfilm-Aufsatz gehabt, mit der habe ich mich gespielt. Also das war so meine Fotografiewelt. Und nicht nur das, deswegen habe ich gesagt, eine Zeitreise. Das war ungefähr 1984, 85, 86, so in der Zeit. Ja. Da hat es kein Internet gegeben, da hat es keine Foren gegeben, keine Diskussionsmöglichkeiten. Alles, was ich gehabt habe, war der Kinreich in Graz, ein Buchgeschäft. Da habe ich mir teure Bücher kaufen können. Und wenn ich halt irgendwo jemanden getroffen habe, dann haben wir reden können. Mehr nicht. Und meine Sachen waren halt zum Beispiel, ihr könnt gerne mal Blicke hineinwerfen, das Praktikerbuch. Das war eine ostdeutsche Kamera. Und dementsprechend sind auch diese Inhalte da und diese Fotobeispiele, die sind, waren damals schon ein bisschen komisch, aber die haben halt anders ausgeschaut als die Fotografien bei uns. Wie macht man gescheite Fotos? Ja? Dann bin ich gestolpert über dieses Hedgehogs Foto-Handbuch, da gibt es auch Dunkelkammer-Handbuch auch. Also so bin ich aufgewachsen und das waren halt für mich so Bilder, wie man sie macht. Und über, bei Schwarz-Weiß stolperst du natürlich auch über den einzelnen Items und das Zonensystem. Und ja, also da kann man sich da verlieren in der Technik wie möglich. Ja. Aber man macht halt dann perfekte Fotos und dann die Einteilung und alles Mögliche. Und jetzt eben zu dieser Zeit damals, da im 1981 hat Cosina solche Kameras da herausgebracht. Und das war eben so ganz anders als wie diese Spiegelreflexkameras mit diesen tollen und immer besseren Objektive und Automatiken und Blitz und alles. Eine schlichte, einfache Mitnehmkamera. Und das waren ein paar so Grazer und Wiener Studenten, die da damals. Also 1981 ist diese Cosina herausgekommen und später dann hat das irgendein russischer Minister bei einer Messe gesehen und hat gesagt, die will die Firma Erfolg haben. Und dann hat die Firma Lomo eben diese Lomo-Automaten gebaut. Und ihr werdet es dann eh gleich sehen. Die schauen. Also die Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen, ja. Und die Kamera hat es halt im Ostblock gegeben und die sind. Im Vergleich zu diesen Spiegelreflexen und zu dem Zeug, wie ich da aufgewachsen bin, war das natürlich grottenschlecht. Da hast du immer gedacht, dass du jetzt ein Auto rein, falls ich einen Unfall habe, dann kann ich irgendwie Fotos machen als Beweis, aber mehr auch nicht. Und diese Studenten haben nach der Wende dann einen Besuch in Prag gemacht und haben sich gedacht, hey, das kostet ja gar nichts, da diese Kamera, da kaufen wir uns gleich einen Sack voll. Und damals war es also, du hast die Filme gekauft, dann hast du sie entwickelt beim DM oder was, und du bist bei der Kasse gestanden, nichts, nimm mich. Nichts, nehme ich. Und die drei habe ich dann gezahlt und der Rest war einfach für den Müll. Also das war praktisch billig zum Fotografieren. Und dann haben sie sich gedacht, also wenn das eh schon so billig ist, dann kann ich eigentlich viel mehr fotografieren. Und die haben halt dann unter Zuhilfenahme von ein paar schmackhafte Getränke irgendwann gesagt, sie gründen die Lomographische Gesellschaft und haben sich da halt praktisch ihre Sachen zusammengedacht. Eben, ich zeige euch dann, was sie sich da so gedacht haben.
was dieses Lomografieren sein soll. Eben mit dieser Kamera, mit dem Charme von diesen Fotos, die die da halt produziert, Sachen zu machen. Aber wir sind immer noch in einer Zeit, wo es kein Internet gibt. Also ich habe das dann irgendwann einmal gelesen in einer Fotozeitschrift, dass es da so Lomografen gibt, dass es da solche Kameras gibt. Ich bin dann in Graz zu so einem Geschäft eingegangen und habe dann eine gekauft, 185 Schilling. Ich weiß nicht, ob jemand noch umrechnen kann, ich weiß gar nicht, wie viele Euros das sind, aber viel kann es nicht sein. Wenn du heute so eine kaufst, dann zahlst du 299 Euro. Also das war damals wirklich einfach billig. Da hast du gleich zwei dazu kaufen können. Und die hat aber einen Geist aufgegeben. Also das bin jetzt neulich, habe ich ein paar Filme ausprobiert, die geht nicht mehr gescheit. Aber bis dahin hat sie noch funktioniert. Das war aber dann auch so die Zeit, wo ich mir gedacht habe, oh, nicht schon wieder ein schönes Foto, weil ich möchte irgendwas einmal was anderes machen. Gell? Nicht immer nur so durchkonstruiert und Drittel- oder Viertelregeln oder irgendetwas da auf die Kontraste achten, sondern ich möchte einfach einmal was machen, was anderes ist. Gell? Und habe dann mit dieser kleinen Lomos, das sind quasi Originalaufnahmen von damals, einfach einmal andere Sachen probiert. Und das war halt dann so etwas, dass du sagst, ich schaue jetzt nicht rein, was ich da fotografiere. Gell? Ich halte es einfach dorthin und drücke mal dort ab. Oder ich drehe mich, was ich ja vorher nie machen hätte können. Wenn ich mir überlege, ah, was habe ich da für Brennweite um, welche Belichtungszeit, dass das möglichst scharf ist. Nichts, genau das Gegenteil einmal. Oder wenn die Belichtung daneben gegangen ist, nicht beim DM oder beim Piper bei der Kasse sagen, wirst du, nehme ich nicht, sondern, oh, das nehme ich. Das nehme ich gleich dreimal und dann mache ich von mir aus eine Fotowand, dass das so wie ein Mosaik ausschaut. Also einfach andere Sachen machen. Und ich habe damals zwei Kameras gehabt, gell? Das ist die originale Lomo Kompakt Modell A. Andere Modelle hat es eh nie gegeben. Und das andere ist ein Action Sampler. Der hat irgendwie 50 Schilling damals gekostet. Eine durchsichtige Kamera. Also durchsichtig, nur dort, wo es nicht keinen Schaden anrichtet. Und die hat also einen Mechanismus gehabt, den man da ausgelöst hat. Dann hat es gesurrt eine Sekunde lang und das hat praktisch 1, 2, 3, 4 Fotos so hintereinander gemacht. Und dann habe ich gedacht, hey cool, jetzt kannst du auf einmal mit Fotografie Bewegung darstellen. Und wenn ihr euch da jetzt fragt, ja, wie soll das ausschauen? In der Vor-Internet-Zeit hat man da so Bücher gehabt, die man so hochklappen kann. Und das ist jetzt zum Beispiel von einem Chor-Ausflug nach Budapest, aber da sind da hinten drin, da könntest du dann platteln, da habe ich diesen Action-Sample mitgehabt und so schauen dann da hinten so Fotos aus, die man mit dem Ding macht. Gell? Also, ihr seid so alle multitasking-fähig. Könnt ihr da schauen? Die anderen. Das war für damals, für mich war das einfach geil. Weil auf die Idee bin ich mit meiner Spiegelreflex nicht gekommen, dass ich sage, klick, 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 so schnell kann ich gar nicht spulen. Aber da einfach, hey, zack, schnell schießen und dann habe ich einen Bewegungsablauf gehabt. Natürlich habe ich auch Berge fotografiert und bin dann drauf gekommen, das war jetzt ein Scheiß, weil der bewegt sich nicht. Aber viele andere. Ja, dann glaube ich mal. Aber es macht, also in dem Fall hat es halt nichts gemacht, wenn man gesagt hat, wurscht, das ist halt eine Lomografie, das ist halt so, gell? So, und diese lomografische Gesellschaft hat dann irgendwie angefangen, sie machen einen Stützpunkt in Wien und das hat sich dann aber weiter verbreitet und dann ist ja das Internet immer mehr gekommen und da hat sich das noch mehr weiter verbreitet. Gell? Und das ist heute fast eine weltweite Geschichte, gell? Und die meisten sagen, hey, ah, das ist Lomography. Das hat sich so verenglischt, gell? Aber eigentlich sind das halt Wiener Studenten gewesen, die das gemacht haben.